Ja, hallo und zurück im Kanal. Schön, dass du dir auch noch den letzten Teil unseres ACT-Projektes anschauen willst. Die lange Reise nach Hause. Wir sind ja gestern noch auf der Rückreise von der Insel runter, dann hoch nach Knien gefahren. Haben dort wieder dasselbe Etablissement gewählt wie auf der Hinfahrt und genießen hier noch den Morgen. Die Sonne begrüßt uns und auch der Puschel hat sich noch einmal ein paar Streicheleinheiten abgeholt. Doch für uns läuft die Zeit. Wir haben einen langen Weg vor uns und wir wollen noch so weit wie es geht nach Österreich reinkommen und starten also gleich los. Insgesamt haben wir 1600 Kilometer. Euphorisch, bei blauem Himmel und weißen Wolken starten wir. Machen viele Pausen, damit uns das Sitzfleisch auch gut durchhält und wir uns nicht festsetzen. Hier in Materndorf könnt ihr schon an den Handschuhen erkennen, es ist nicht trocken geblieben. Es hat wieder zwischendurch geregnet und zwar kräftig. Wasser gab es hier reichlich und ihr könnt sehen, wie der Fluss mächtig bergab schießt. Auf jeden Fall Regen ohne Ende. Das Leben in solchem Örtchen scheint recht beschaulich zu sein. Für uns Nordlichter eine ungewohnte Architektur und auch viel Historie zu sehen. Wir haben an diesem Abend noch etliche Kilometer marschieren müssen, denn so gut wie alle Restaurants waren ausgebucht oder vollkommen überfüllt, sodass wir wirklich lange laufen mussten, bevor wir dann doch noch etwas zu essen bekommen haben. Günther, der ja noch in den Schwarzwald musste, hatte etwas mehr Glück, denn er ist schon auf der italienischen Seite und hat hier ein wunderbares Restaurant gefunden mit Wärme und einem schönen Abendlicht. In Materndorf machen wir uns jetzt startklar, denn es geht auf das letzte Stückchen, The Long Way Home. Aus dem Salzburger Land, um München herum, Richtung Nürnberg hoch, wo uns dann Günther Wimme verlässt. Er hat es dann schon geschafft und wir haben noch ein paar Stündchen gen Norden. Doch die österreichische Polizei hat im Stau natürlich konsequent alle Reisenden erstmal auf der Autobahn gelassen. Wir hatten keine Chance, dann runterzukommen. Irgendwann lief es jedenfalls wieder und wir haben auch laufen lassen. Insgesamt hat der ACT für uns 4000 Kilometer gehabt und allein die Rückfahrt 1600. An diesem Abend sind wir platt. Ich, da ich über 900 Kilometer gefahren bin, Andreas glaube ich noch mehr. Und für uns ist das Projekt The Long Way Home abgeschlossen. Wir sind glücklich und zufrieden, wieder zu Hause zu sein. Schade nur, dass der ACT meistens irgendwo im Süden stattfindet. So hoffen wir doch als Nordlichter, dass auch mal irgendwann ein ACT im Norden stattfindet und wir nicht immer die lange Anreise haben. Whatever. Ich wünsche euch einen guten und gesunden Abschluss der Saison. Schaut wieder rein in den Kanal. Es wird noch ein paar Videos geben, denn einiges liegt noch bereit und muss nur geschnitten werden. Also, bis dahin. Ciao, Norbert.